Dieses Video möchte ich ganz spontan die Fettwerk-Motivation nennen. Ich habe mir vorhin beim Workout gedacht, dass es an der Zeit ist, euch wieder zu motivieren. Ich glaube wirklich vom Herzen, aus purster Überzeugung, dass ihr, nachdem ihr dieses Video geguckt habt, wahrscheinlich ins Fitnessstudio geht, wahrscheinlich abnehmen werdet, wahrscheinlich mir schreibt, dass ihr 10 Kilo verloren habt oder 20 Kilo. Insofern bitte ich euch, mich zu abonnieren. Jetzt mal kurz überlegen. Da ist hier Abonnement drücken bitte. Bitte einmal klicken, weil wenn du Abonnement drückst und die Glocke aktivierst, such die Glocke. Guck mal, das Ding ist, abonnieren drücken und nicht die Glocke anklicken ist so wie wenn der Kuchen keinen Teig hat, wenn Fleisch kein Salz und kein Pfeffer hat, wenn das Leben keine Substanz hat. Also Baby, geh bitte auf Abo und aktiviere die Glocke. Guck mal, eine Sache muss ich euch sagen. Wenn ich auf Reisen bin, dann packe ich meine Make-up-Tasche immer so. Ich überlege, was brauche ich zuerst? Erstmal brauche ich Pflege und dann brauche ich einen Primer und dann geht's los mit der Foundation und. Und genau in der Reihenfolge möchte ich euch jetzt sagen, was ihr braucht. Du stehst morgens auf. Deine Augen gehen auf. Sie sind noch ein bisschen zugeklebt und du hast Snooze alle 5 Minuten gedrückt. Du stehst morgens auf. Das Erste, das Allererste, was du machst, ist Zähne putzen, richtig? Oder ist das Allererste, was du machst, eine Zigarette rauchen? Guck mal, was auch immer du machst, was auch immer deine Routine ist, hol dir direkt ein Glas Wasser. Und wenn du richtig G bist, wenn du ein richtiger Gangster bist, dann hast du eine Flasche Wasser direkt neben deinem Bett stehen. Die solltest du eh da stehen haben. Und dann nimmst du dir 10 Riesenschlücke oder sagen wir 5 Riesenschlücke und 5 kleine Schlücke, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du richtig doll was für dich tun willst, für deinen Stoffwechsel und dafür, dass du ganz gut in den Tag startest, dann tust du da noch Zitrone rein. Okay, das soll das allererste sein, was du zu dir nimmst. Du packst dir auf jeden Fall etwas ein, was gesund ist. Entweder packst du dir einen Smoothie ein, den du vorher vorbereitet hast, oder du hast ein Brot geschmiert, Knäckebrot mit richtig lecker Stuff. Oder du hast einen Salat dir eingepackt. Oder du hast Rohkost eingepackt. Oder du hast Karotten eingepackt. Egal was du eingepackt hast, lass es gesund sein. Lass es nahrhaft sein. Lass es ein Powerfood sein, damit du positiv in den Tag startest. Dann erwarte ich von dir Folgendes. Ich erwarte von dir, dass wenn der Tag begonnen hat, du dir, wenn du dir was gönnen willst, da was gönnst. Genau da. Zwischen 11 und 13 Uhr. Gönn dir da in dieser, genau dieser Zeitspanne den Snickers-Riegel, was auch immer es ist. Aber wenn du abnehmen willst, Baby, dann musst du diesen neuen Lifestyle, den musst du für dich adaptieren. Da ist nicht mehr so viel Snickers-Riegel essen. Da ist auch nicht mehr so viel Fett, weil es geht um, wir wollen Fett weghaben, okay? Wir wollen Muskelmasse aufbauen, wir wollen Zellulite weghaben, den ganzen Kram wollen wir weghaben. Das heißt, das ist wirklich nur eine Ausnahme. Es wird nicht jeden Tag M&M's gegessen. Es wird auch nicht jeden Tag Snickers gegessen. Den musst du dir einfach abschminken. So, im Verlauf des Tages hat man manchmal Hunger und dann sollte man auch essen. Wirklich so um die Mittagszeit. Ich kenne von mir, dass wenn der Tag dann so weiter seinen Lauf nimmt, ich um 15 Uhr, warum ist es immer um 15 Uhr? Kann mir das jemand erklären? Um genau 15 Uhr bekomme ich einen Hänger. Was heißt ein Hänger? Ja, da hängt man halt durch. Und das ist bei mir immer um 15 Uhr. Das ist die Zeit, wo ich einen Mittagsschlaf machen muss. Das ist die Zeit, wo ich meistens einen Kaffee trinken muss. Apropos Kaffee. Ihr fragt euch, warum ich so weiße Zähne habe. Ich habe so weiße Zähne, weil ich meinen Kaffee grundsätzlich immer mit einem Strohhalm trinke. Wo sind die Strohhalme alle? Ich glaube, ich muss morgen zu Ikea. Jedenfalls müsst ihr gucken, wann ihr euren Hänger habt. Ich habe ihn um 15 Uhr. Ich kann ihn fast täglich abrufen. Ab 15 Uhr geht bei mir die Batterie alle, geht bei mir der Sensor verloren, geht bei mir einfach nichts mehr. Und dann brauche ich einen Mittagsschlaf oder ein Käffchen oder ich muss 15 bis 16 Uhr überwinden. Habe ich auch schon probiert, hat funktioniert und dann geht das auch schon wieder. Oh Mann, ich habe gekleckert. Auf meinem Velvet Teddybär Teddy Schlafanzug, aber Leute, ich trage den auch in meiner Freizeit. Ist mir egal. Ich sag euch, wie es ist. Das Ding ist so fancy, das muss man in der Freizeit tragen. Ich mache jetzt original gleich damit ein Instagram-Foto. Hier, ihr müsst mir folgen. Hier, das kommt jetzt gleich so. Guck mal, hat Nilo von mir geschenkt. Sie ist die geilste. Es ist einfach 2 Wochen her, aber die finde ich so schön, dass sie hier bleiben müssen, bis sie nicht mehr fliegen. Bleibt hier mit eurer Aufmerksamkeit. Denn falls du einen Hänger hattest, bist du wieder wach. Du musst
Sport machen. Guck mal, Hani, ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt habe, ne? Guck mal, wir sind ja hier, damit du motiviert bist. Du bist meine Freundin, du bist mein Freund. Du musst Sport machen. Wo ist deine Fitnessstudio-Mitgliedschaft? Boah, ich muss euch was Lustiges erzählen. Vor kurzem, die Tasse ist gut hässlich, ne? Aber anderes Thema. Vor kurzem, ey, mach das mir nicht nach. Ich erzähl's nur, weil das ist demotivierend. Das ist richtig demotivierend. Ich erzähl's nur, weil es lustig ist. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr das machen dürft. Dürft ihr nicht, aber es ist lustig. Okay, ich war bei McFit. Richtig Schleichwerbung. So Schleichwerbung hatten wir noch nie. Aber ist egal. Ich war bei McFit, hab trainiert. Danach war ich bei McDonald's. Und hab mir eine Apfeltasche gekauft. Ich musste, ich brauchte. Ich weiß, es ist nicht gut, ich weiß es nicht richtig. Die Hater werden jetzt komplett durchdrehen. Bitte dreht einfach nicht durch, weil das ist einfach das Leben. Manchmal macht man Sachen, die nicht nach der Ordnung des Gesetzes stattfinden tun. Jedenfalls war ich dann bei McDonald's und ich, so schlau wie ich bin, komm nach Hause. Bin dann so, yo, ich war bei McFlat und danach bei McFat. Und hab dann natürlich McDonald's und McFit getaggt, ne? Richtig geil. McFit schreibt zurück. Die haben mir, glaube ich, ein Emoji geschickt. Ich habe mich totgelacht. Ich bin gestorben. Vor Lachen bin ich einfach 1000 Tode gestorben. Ich konnte nicht mehr. Ich kam nicht klar. Ich suche euch die Nachricht raus. Ich hoffe, die ist hier noch. So, der Emoji kam. Seht ihr den? Und ich habe mich so totgelacht, ne? Jetzt wisst ihr es. Ich habe auch eine McFit-Karte. Ich bin noch bei einem weiteren Fitnessstudio und noch bei einem weiteren Fitnessstudio. Ich bin bei mehreren Fitnessstudios. Ihr solltet euch unbedingt eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio machen. Es werden auf diesem Kanal Jenny from the Block Workouts kommen, die ihr zu Hause machen könnt. Ich verspreche euch diese Workouts. Ich habe Bock drauf. Und ich habe darauf gewartet, bis ich Lust und Laune verspüre, um diese Workouts zu machen. Ich mache sie für genau die Leute, die sich nicht ins Fitnessstudio trauen, irgendwie nicht ready dafür sind. Und für die habe ich dann auch was. Aber ich sag euch wirklich, wie es ist. Es hilft, auch in ein All-Women-Fitnessstudio zu gehen, wo nur Frauen sind. Oder in ein Fitnessstudio zu gehen, wo es halt ein bisschen mainstreamiger ist, wo man halt super Geld spart. Macht euch bitte diese Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Das sage ich euch. Ich verrate euch was. Ich bin ja ein Shape Wave. Ich bin ja am Kooperieren mit Shape World. Und das bin ich aus dem Herzen, weil ich die wirklich liebe und weil die wirklich cool sind. Und ich weiß, ich bekomme jeden Tag von euch Fragen auf Instagram oder sonst wo. Hilft Shape World wirklich? Ein für alle Mal. Es ist einmal gesagt, ich weiß, ich würde es noch tausendmal sagen müssen. Super geil. Aber nichts hilft ohne die Disziplin, die nötige Disziplin, die du brauchst, um wirklich an dein Ergebnis zu kommen. Und meine Disziplin ist Sport treiben. Hardcore bis der Arzt kommt. Spaß. Bis die Schwarte kracht, Sport treiben und wirklich regelmäßig Sport treiben. Das tut meiner Seele so gut und ich werde fit und komme in Form und kriege genau die Form, die ich will. Leute, geht auf mein Instagram, mein Body hat sich verändert. Und ganz ehrlich, ich habe die letzten Wochen nicht so viel gemacht, aber der Body hat gespeichert. Der hat die Information gespeichert, deswegen bin ich über Weihnachten zwar ein bisschen dicker geworden, aber niemals so dick, wie ich vorher geworden bin. Nur fürs Protokoll, Leute, der Körper speichert sich, was ihr ihm Gutes tut. Darum tut ihm bitte auch Gutes. Ihr solltet für euch eine Fitnessroutine finden, die zu euch passt. Was ich jetzt aktuell mache, und darüber werde ich noch sehr, sehr viel berichten, ist, ich trainiere gezielt meinen Hintern. Mein Hintern ist jeden Tag nehme ich mir diesen Hintern vor. Darum ist es jetzt gerade für mich auch nicht so wichtig, Gewicht abzunehmen, ja, aber jetzt unbedingt so skinny dünn zu sein, nein, ich möchte so skinny dünn nicht sein. Darauf habe ich gar keine Lust. Ich möchte ein bisschen abnehmen und dann das ganze Zeug shapen. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich aktuell an einigen Stellen ein bisschen größer geworden bin. Aber das lässt sich dann auch super trainieren. Das Beste ist wirklich, ihr esst die Sachen, die dazu beitragen. Viele Proteine, viel Gemüse, viel Grünzeug, damit ihr so eine richtig schöne Muskelmasse bekommt. Damit ihr richtig schön trainieren könnt. Und das Training in Kombination mit der Ernährung ist der Schlüssel. Und das war's. Mehr gibt's für heute nicht. Das war's für heute. Das ist eure Motivationsspritze für die Woche, um in Fahrt zu kommen, um euch den Ruck zu geben. Und zu guter Letzt habe ich noch das Wichtigste, Leute. Was ganz Wichtiges. Jede Treppe nehmen. Kein Fahrstuhl mehr fahren. Es gibt einfach in eurem Leben jetzt keinen Fahrstuhl mehr. Wenn du denkst, du kannst und darfst mit dem Fahrstuhl fahren, Jenny hat es dir verboten. In diesem Sinne freue ich mich, von euch zu lesen. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look kreiere. Und das werde ich jetzt gleich für Instagram so der wird es gleich sein. So, einfach für Insta. Das Teil habe ich von Primark, Baby. Warum Primark? Weil H&M verkackt hat.
Aber das ist ein ganz anderes Thema. Über dieses Thema werden wir in Ruhe sprechen. Aber nicht heute, weil ich habe heute keinen Bock auf das Thema. Weil mich dieses Thema so sehr bewegt. Und ich weiß, es wird zu ganz vielen Kommentaren kommen und eventuell auch zu einer Spaltung der Meinungen. Und heute habe ich darauf keinen Bock. Aber ich werde euch einfach nur sagen, dass das, was ich anhabe, von Primark ist und 16 Euro gekostet hat. Und es ist ein Schlafanzug, aber ich trage ihn auch tagsüber. Kommt darauf klar. Ich liebe euch vom Herzen. Tschüss.